Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zum Buchstudio. Sowohl in der Elite-A-Meisterschaft als auch in der INL geht so langsam der Grunddurchgang zu Ende. Die ersten Entscheidungen fallen. Wir beginnen mit der Elite-A-Meisterschaft und zwar mit dem Spiel aus Sterzing. Die Broncos hatten Mailand zu Gast, für uns berichtet Kurt Platter. In Sterzing geht es um den 6. Tabellenplatz. Mit Sterzing und Mailand stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die zuletzt durchaus zu überzeugen wussten. Die Hausherren gewannen im Jahr 2014 3 von 4 Spielen, während die Gäste im neuen Jahr von 5 Partien deren 3 erfolgreich gestalten konnten. Sterzings Trainer Zdeněk Trávníček kann im 6-Punkte-Spiel erstmals auf die Dienste von Justin Taylor zurückgreifen. Ich denke, der braucht noch 14 Tage, weil wir haben gesehen, die Spielpraxis hat gefehlt schon und ich wollte auch die Zeitumstellung, war sicher da, große Rolle gespielt, aber ich denke, der braucht Zeit und der werde uns sicher weiterhelfen. Während der 30-jährige kanadische Mittelstürmer sein Debüt feiert, müssen die beiden anderen Neuzugänge Derek Lee und Chris Nolten aufgrund der fehlenden Spielerlaubnis weiter auf ihren ersten Einsatz im Sterzinger Trikot warten. Zwischen den Pfosten erhält erneut Dominik Steinmann den Vorzug gegenüber Joni Milikoski. Mailands Trainer Adolf Insam kann aus dem Vollen schöpfen. Das Spiel der beiden Tabellennachbarn nimmt sofort Fahrt auf und Mailand geht praktisch mit der ersten Chance in Führung. Die dritte Sturmlinie der Lombarden setzt sich im Sterzinger Abwehrdrittel fest und Marcello Ranallo gibt Steinmann mit einem verdeckten Handgelenkschuss das Nachsehen. Nach knapp 2 Minuten ist das Eis gebrochen. Für den 26-jährigen Italo-Kanadier ist es der 5. Torerfolg in der laufenden Meisterschaft. Die Wildpferde stecken den Schock schnell weg und kommen postwendend zum Ausgleich. Den Schuss von Luis Liotti kann Goalie Paul Dayton nicht festhalten. Über Taylor kommt der Puck zu Gunnar Breiter, der keine Mühe hat, um zum 1:1 einzudrücken. Für den 30-jährigen Brixner Stürmer ist es ein besonderes Tor, nämlich das erste im 28. Saisonspiel. Die Gäste bleiben am Drücker und gehen zum zweiten Mal in Führung. Nicola Fontanive legt für Adam Estoklet auf, der Maß nimmt und Steinmann keine Abwehrmöglichkeit lässt. Beim 18. Saisontor des 24-jährigen Topscorers des HC Mailand ist die Sterzinger Hintermannschaft nicht im Bilde und lässt den Westboy nach 7 Minuten und 40 Sekunden gewähren. Nur 87 Sekunden später baut die Insam-Truppe den Vorsprung weiter aus. Fontanive sieht Alex Gellert, der mit einem platzierten Flachschuss auf 3:1 erhöht. Der 24-jährige Sohn des ehemaligen Nationalspielers Kim Gellert hat in diesem Winter bereits 9-mal ins Schwarze getroffen. Trávníček reagiert und nimmt sein Timeout, um seine Spieler wachzurütteln, was ihm teilweise auch gelingt. In der 13. Minute fasst sich Roman Eret ein Herz, stürmt auf und davon, trifft aber nur den Außenpfosten. Beim Schuss des Tschechen fehlen nur Zentimeter zum Glück. Kurz vor der ersten Drittelsirene haben gar einige Sterzinger Fans den Torschrei auf den Lippen. David Ludwig legt für Erath auf, der Dayton zu einer unglaublichen Parade zwingt. Hier noch einmal die Glanztat des kanadischen Schlussmanns. Auch im Mittelabschnitt drängen die Broncos auf den Anschlusstreffer. Als sie mit einem Mann mehr agieren, spielt Trevor John Cake Erath frei. Der Tscheche findet aber erneut im aufmerksamen Denken seinen Meister, der den Puck im Nachfassen unter Kontrolle bringt. Nachdem Mailand die Unterzahlsituation unbeschadet überstanden hat, schlagen die Gäste zum 4. Mal zu. Der von der Strafbank zurückgekehrte Gellert setzt Fontanive in Szene, dessen Querpass Manuel Lopresti ins leere Tor buxiert. Nach dem 4. Gegentreffer ist der Arbeitstag nach 27 Minuten und 47 Sekunden für Steinmann beendet. Der 24-jährige Sterzinger macht zwischen den Pfosten für Joni Milikoski Platz. Und auch im Schlussdrittel erweist sich Mailand als abgeklärte Truppe, die ihre Chancen eiskalt verwertet. Estoklet entwischt seinen Bewacher, legt mustergültig für Fontanive auf, der keine Mühe hat, um zum 5:1 einzuschieben. Nach 46 Minuten und 12 Sekunden ist das Spiel entschieden. Für Fontanive, der zuvor 3 Tore vorbereitet hat, ist es der 15. Saisontreffer. Obwohl die Situation für den Neuling schier aussichtslos ist, zeigt er große Moral. Einen Distanzschuss von Derek Eastman kann Dayton nicht festhalten und Florian Wieser staubt erfolgreich ab.
Nach 51 Minuten und 42 Sekunden und dem 9. Saisontor von Wieser können die Hausherren zum zweiten Mal jubeln. Sterzing wirft alles nach vorne, mit Erfolg. Nach einem schnellen Gegenstoß spielt Erath einen Traumpass auf Cake, der mühelos zum 3:5 einschießt. 115 Sekunden vor Schluss kann der kanadische Topscorer der Broncos zum 20. Mal einen persönlichen Torerfolg bejubeln. In der Schlussphase macht Milikoski für einen 6. Feldspieler Platz. Mailand erobert die Scheibe. Lopresti zieht kurz hinter der Mittellinie ab und trifft zum 6:3 Endstand ins verwaiste Tor. Der Meraner Angreifer, der in diesem Winter verletzungsbedingt 2 Monate außer Gefecht war, hat trotzdem bereits 6 Tore erzielt. Im 6-Punkte-Spiel um Platz 6 erzielt Mailand also 6 Tore und zieht in der Tabelle an Sterzing vorbei. Wir haben angefangen unglücklich. Ich denke, wir haben schon zu viel Respekt gehabt. Ich würde nicht sagen von den Gegnern, aber vielleicht von dem Spiel, sogenannte 6-Punkte-Spiele. Ja. Ich denke, wir haben eigentlich sehr gut gespielt, das heißt sehr gut angefangen, haben eigentlich sofort 3 Tore geschossen und dann irgendwie haben wir uns einfach geschickt verteidigt und auf Konter gespielt. Und hier noch alle Ergebnisse des 28. Spieltages. Der HC Pustertal verliert in Cortina mit 0:4 Toren. Trotz des neuen Trainers Mario Richer, bei Pustertal fehlte aber noch David Link. Fassa verliert zu Hause gegen Valpellice 2:6 und das Spiel Asiago gegen Ritten wird am 21. Jänner ausgetragen. Asiago hat ja am Continental Cup teilgenommen und ist dort Tabellendritter geworden. In der Rangliste der Elite A führt Rittensport mit 56 Punkten, hat aber ein Spiel weniger bislang bestritten. Die Pusterer sind Zweite mit 55 Zählern und Asiago liegt auf Platz 3 mit 54 Punkten. Der WSV Sterzing ist jetzt auf den 7. Platz abgerutscht mit 30 Zählern. Und wir wechseln jetzt in die INL, in diese grenzüberschreitende Meisterschaft mit Mannschaften aus Südtirol, aus Slowenien und aus Österreich. Auch hier fehlen ja nur mehr 3 Spieltage bis zum Ende des Grunddurchganges. Hier in Eppan, da kam es zum Spiel zwischen den Gastgebern und Jesenice. Das Hinspiel, das war ja schon besonders spannend, das gewannen die Piraten ganz knapp mit 1:0. Eppan in traditionellem blau-gelbem Trikot muss im Heimspiel gegen den Tabellen-8. Jesenice auf die beiden angeschlagenen Verteidiger Matthias Eisenstecken und Johannes Weger verzichten und mit nur 4 Abwehrspielern auskommen. Diese Ausfälle zwingen die Piraten wieder auf den Transfermarkt zurückzukehren. Man hört hinter den Kulissen, dass der 39-Jährige alle Verteidiger Carlo Lorenzi für den Rest der Saison verpflichtet werden soll. In Sturm kann Eppan in Bestbesetzung auflaufen, das Tor hütet Thomas Dragust. Der 27-Jährige aus Goldrhein ist statistisch der beste Schlussmann der Liga mit einer unglaublichen Fangquote von fast 94%. Der zweitbeste Torhüter der Liga steht auf der Gegenseite, Matic Bo, 22 Jahre jung, auch er hat bisher 93,5% der Schüsse gehalten. Dragust setzt sich gleich in Szene und wehrt in der 4. Minute den Konter von Alex Rema ab, dann befreit Kapitän David Ceresa. Nur 1 Minute später tankt sich Urban Sodja auf der rechten Seite durch, passt in die Mitte zu seinem Sturmpartner Jure Dolinek, der jedoch aus günstiger Position daneben vorbeischießt. Eppan kommt in der 7. Minute zur ersten Chance. Patrick Wallenberg spielt Daniel Peruzzo an, der den Pass des Schwedens aber nicht verwerten kann. Jesenice macht dann weiter Druck, bleibt brandgefährlich, wie hier mit Matic Zajcek, der Dragust anschießt. Das Team von Goraj Rekeli ist sicherlich die stärkste slowenische Mannschaft in der INL und sie beweist dies auch in Eppan. Wieder bringt Sodja den Puck nach vorne, spielt dann Kapitän Micha Brusch an, doch Dragust kann mit den Beinschonern abwehren. Der Schlussmann der Piraten in dieser Phase sicherlich der beste Spieler auf dem Eis. Nach einer Viertelstunde melden sich wieder die Hausherren zu Wort. Jan Wallner spielt vor dem Tor Daniel Peruzzo an, der aber nicht mehr zum Puck kommt und so diese Riesenchance zum 1:0 vergibt. 1 Minute später wieder ein Pass von Wallner, diesmal jedoch auf Tobias Ebner, der allein vor Torhüter Matic Bo scheitert. Die letzte Gelegenheit im Startdrittel gehört erneut den Slowenen mit Dolinsek, aber auch er kann Dragust nicht bezwingen und so bleibt es beim torlosen Unentschieden. Ein 0:0, das Eppan seinen überragenden Schlussmann zu verdanken hat. Das erste Drittel haben sie dominiert, also da müssen wir sagen, dass der Ciombi wirklich auch hervorragend gespielt hat.
Im Mitteldrittel kommen die Piraten besser ins Spiel. Der Schuss von Wallenberg geht an den Pfosten. Dann Veggiato auf Peruzzo. Aber Torhüter Bo kann retten. Peruzzo der auffallendste Stürmer der Überretscher in dieser Phase. 4 Minuten vor der ersten Drittelpause ist es dann wieder Peruzzo, der Stefan Unterkofler anspielt. Der feuert gleich ab, aber auch er trifft nur den Pfosten. Der Hammerschuss des 24-jährigen Bozners und zum zweiten Mal rettet die Torumrandung die Gäste aus Jesenice. Eppan sucht nun die Vorentscheidung. Stefan Unterkofler spielt Tobias Ebner an. Torhüter Bo greift dazwischen und Patrick Wallenberg lässt diese Chance aus. So bleibt es auch nach 40 Minuten beim 0:0. Die Eppaner jetzt aber deutlich stärker als im Startdrittel. Und sie bleiben weiter offensiv. Daniel Peruzzo auf Wallenberg, der wird von Matic Bo gestoppt. Dann leitet Jesenice einen Gegenangriff ein mit der ersten Sturmreihe. Jure Dolinek versucht es aber im Alleingang und findet in Thomas Dragus seinen Meister. Gleich darauf der Schuss von Fabian Ebner aus günstiger Position. Stefan Unterkofler kann den Abpraller aber nicht mehr verwerten. Eppan erhöht jetzt den Druck, will das Spiel unbedingt gewinnen, um an die Tabellenspitze zu klettern. Wieder Wallenberg zu Peruzzo, Matic Bo steht aber sicher. Im Hinspiel, das die Eppaner in Slowenien 1:0 gewannen, entscheidet sich auch das Retourmatch im Schlussdrittel. Der ehemalige NHL-Verteidiger David Hale zieht von der blauen Linie ab, Daniel Veggiato kann seinen Schuss noch ablenken und Bo ist chancenlos. Das 1:0 für die Eppaner, für den ehemaligen Allegri-Spieler bereits der 17. Treffer in dieser Saison. Damit nimmt er in der Torschützenliste der ENL den 10. Platz ein. Gespielt waren genau 48 Minuten. 5 Minuten später präsentiert sich Patrick Wallenberg allein vor Matic Bo und überrumpelt den Schlussmann der Slowenen. Damir Ejob rächt sich sofort am Schweden und Schiedsrichter De Gol schickt beide auf die Strafbank, wo auch schon Marian Manfreda sitzt. Die Eppaner deshalb in Überzahl mit David Hill, der den Freistädten Daniel Peruzzo sieht und schon wieder klingelt es im Kasten der Slowenen. Das 2:0, gleichzeitig auch das 14. Saisontor der Nummer 61 der Eppaner. Ein satter, präziser Schuss gegen den, wo machtlos ist. Powerplay gewesen, noch nie mit dem Puck von Hill gekriegt, noch. Habe ich halt ein bisschen Zeit gehabt zu zielen und dann denkt jetzt schieße ich mal, schauen, ob ich reingehe. 2 Minuten vor Spielende nimmt Jesenice noch eine Auszeit, will alles auf eine Karte setzen und die Rechnung geht auch noch fast auf. Micha Brus spielt Verteidiger Berlisk frei, doch der schießt übers Tor und vergibt somit den möglichen Anschlusstreffer. Dann nimmt Trainer Rekelig auch noch seinen Torhüter für einen 6. Feldspieler vom Eis. Doch Ziger Svete, der vor 8 Jahren mit Future Bozen die Serie B bestritten hat, verliert den Puck an der blauen Linie. Und Stefan Unterkofler nutzt die Chance und trifft ins leere Tor zum 3:0 Endstand. Für den 24-Jährigen der 7. Treffer in dieser Meisterschaft. Gefeierter Held des Abends ist aber Torhüter Thomas Dragus, der zum 2. Mal gegen Jesenice 0 spielt. Es waren zweimal zwei schwierige Spiele. In Jesenice war es auch knapp. Wir haben es einmal aus dem letzten Drittel die 2:0 geschossen und heute haben wir erst im letzten Drittel in den Tor geschossen. Da ist allem schön, 2:0 zu gewinnen und der Mannschaft so zu helfen. Und ja, für mich ist es nochmal so schön. Und hier noch die restlichen Ergebnisse des 28. Spieltages. Das Südtiroler Derby zwischen Neumarkt und Grön geht an die Ladiner mit 1:0 nach Verlängerung. Steve Burnstill hat den Siegestreffer in der 60. Minute und 32 Sekunden erzielt. Der HC Meran verliert hingegen gegen Bregenzer Wald 1:4 nach 3 Siegen in Folge. Wieder die erste Niederlage für die Meraner. Lustenau Feldkirch 2:1, Zell am See Maribor 8:1 und die beiden slowenischen Derby, Gran gegen Laibach 1:4 und Bled gegen Celje 6:4. Kaltern war spielfrei. In der Tabelle führen die 3 Südtiroler Mannschaften Grön, Südtirol Bank, Eppan und Neumark. Dahinter Zell am See, Feldkirch, Lustenau und Bregenzerwald. Alle 7 Mannschaften haben noch die Chance, in die Top 5 zu kommen. Kaltern liegt auf den 10. Platz mit 33 Zählern. Der HC Meran ist 11. mit 30 Punkten. Die Entscheidungen in der INL, die fallen dann am kommenden Wochenende, wo noch die 2 letzten Spieltage auf dem Programm stehen. Wir melden uns dann wieder am kommenden Montag. Bedanken uns fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.